Ja, die Sonne lacht über dem Lohheide-Stadion am heutigen Samstag. Im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel. Farah Tuku hat gestern seinen Vertrag um 2 weitere Jahre bei uns verlängert. Heute geht es im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel um wichtige 3 Punkte. An meiner Seite Fabio Diaz, danke dir schon mal, dass du dir die Zeit nimmst. Da die erste Frage natürlich, wie geht's dir nach dem Kreuzbandriss? Wo sind wir gesundheitstechnisch aktuell? Bei welchem Stand in der Reha sind wir? Ja, mir geht's auf jeden Fall viel, viel besser. 6 Monate sind fast um und dementsprechend bin ich der Meinung, dass ich nächste Woche anfangen werde mit zu trainieren. Gibt's jetzt Tests nochmal oder wird nochmal eine Untersuchung irgendwie abschließend stattfinden? Übernächste Woche gibt's einen letzten Test und Return to Pitch heißt der. Und danach darf ich wieder. Dann hoffen wir, dass wir dich auch auf jeden Fall noch in dieser Saison möglichst live auf dem Rasen erleben dürfen und können, möglicherweise. Jetzt Farah Tuku hat gestern seinen Vertrag verlängert. Was sagst du dazu? Wir sind alle überglücklich, wir sind erleichtert darüber, dass der Mann hier geblieben ist. Ich denke, das wird auch dafür sorgen, dass viele andere Spieler hier bleiben werden. Und wir sind alle überglücklich darüber, auf jeden Fall. Das heißt, es könnte also auch sein, dass Fabio Manuel Diaz weiter für die SG Wattenscheid 09 spielt. Mit Sicherheit. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Heute gegen die TSG Sprockhövel, was erwartest du für ein Spiel? Na, ich denke schon, dass die Niederlage im letzten Spiel unglücklich war. In der 90. Minute das Gegentor. Ich denke, dass wir heute aber die 3 Punkte einfahren werden. Davon bin ich sehr überzeugt. Super. Dann danke ich dir sehr, sehr. Ich hab's. Alles Gute, gute danke, Besserung danke. Weiterhin. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf den Platz sehen werden. Und dann freuen wir uns auf die Highlights. SG 09 gegen die TSG Sprockhövel. Schauen wir mal rein, wie das Spiel ausgegangen ist. Die abstiegsbedrohten Gäste aus Sprockhövel spielten wie erwartet sehr, sehr defensiv und die 09er hatten Probleme, sich Chancen zu erspielen. 15. Minute, toller Hakentrick von Demitumbul Berkan Kambulo und wird da zu Fall gebracht und die 09er fordern 11 Meter. Doch Schiedsrichter Haien ließ weiterlaufen. Knifflige Szene, nochmal der tolle Hakentrick von Demitumbul auf Berkan Kambulut, der sich da durchsetzen kann und dann meiner Meinung nach unten am Fuß getroffen wird. Kann man, denke ich, geben, muss man nicht zwingend. Weiter geht's, 0:0 der Stand. Dann die 24. Minute, Manuel Glovac mit sehr, sehr viel Platz. Ein Traumpass auf Daniel Keita-Ruel. Klasse durchgesetzt, toller Abschluss und es heißt 1:0 für die SG nach 24 Minuten. 10. Saisontreffer von Daniel Keita-Ruel und bereits die 12. Torvorlage von Manuel Glovac. Klasse Pass hinter die Abwehr und dann eiskalt unsere Nummer 9, Daniel Keita-Ruel zum 1:0. Wichtiger Treffer natürlich, wobei die Sprockhövler zunächst weiterhin sehr, sehr defensiv agierten und nichts fürs Spiel taten. Berkan Kambulut hier mit einem klasse Ballgewinn und einem tollen Pass auf Kapitän Nico Buckmeier. Der dringt in den Strafraum ein. Toller Abschluss und hier fehlen nur Zentimeter am 2:0 oder für das 2:0. Die 09er drückend überlegen. Kaum Gegenwehr der Sprockhövler. Und so sind wir hier bereits hier in der 40. Minute. Bedächtiger Spielaufbau zunächst. Felix Klever sieht wieder Manuel Glovac, der hat wieder Zeit. Schaut, guckt, toller Pass direkt in die Füße von Keita-Ruel und es heißt 2:0. Was für ein toller Angriff, was für ein toller Pass. Saisontor Nummer 11 und Saisontorvorlage Nummer 13 von unserer Nummer 13. Manuel Glovac, Daniel Keita-Ruel mit dem 2:0. Nochmal in der Zeitlupe, toller Ball. Tolle Ball und Mitnahme, An- und Mitnahme von Daniel Keita-Ruel und klasse Abschluss zur Pause 2:0. Die beruhigende Führung für unsere 09er. Die Gäste aus Sprockhövel in der zweiten Halbzeit etwas offensiver. In der 49. Minute mit der ersten Offensivaktion. Gut gemacht hier von dem Mittelstürmer und dann Demir mit dem Schuss und Bruno Ricci, der für den rot gesperrten Edin Sanchakta im Kasten der 09er war, konnte diesen Ball zur Ecke parieren. Eine Minute später erneut die Sprockhöfler mit einem Angriff und dann das Umschaltspiel der SG 09. Hervorragend, Berkan Kambulut, klasse direkt weiter auf Daniel Keita-Ruel. Und dann ein Zauberpass mit seinem rechten Fuß auf Nico Buckmeier, allein vor Benz und kurz vor der Linie kann der Sprockhöfler Verteidiger das 3:0 verhindern. Weiter geht's.
65. Minute, es begann die Zeit von Demir Tumbul. Zunächst mal Berkan Kambulut hier, wird hier gestört, gibt Einwurf für die SG 09. Angelo Langer jetzt hier im Zweikampf. Gewinnt klasse den Ball an der Grundlinie, Pass nach innen und da steht Demir Tumbul, das muss das 13-0 sein, ist es allerdings nicht. Zentimeter am Kasten vorbei, Demir Tumbul mit der großen Möglichkeit, es sollte nicht seine letzte bleiben. Zwei Minuten später die 09er im nächsten Angriff. Nico Buckmeier und Angelo Lange auf der linken Seite. Manuel Glowacz mit der Schusschance, geblockt, bekommt den Ball aber nochmal. Flanke und dann Demir Tumbul per Kopf an die Latte aus 5 Metern. Das muss doch wieder das 13-0 sein, Demir. Aber die nächste Chance für ihn sollte kommen. 72. Minute, Daniel Keteruel erneut auf Demir Tumbul mit dem Schuss. Diesmal über den Kasten. Insgesamt eine souveräne Vorstellung, kein Problem. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste sind wir in den letzten Sekunden. 2-0 gewinnt die SG 09. Völlig verdient gegen die TSG Sprockhövel. Und nächste Woche Samstag in Wiedenbrück geht es direkt weiter. Die Jungs können feiern. Und wir hören uns gleich die Stimmen von Bruno Benici, Daniel Keteruel und den beiden Trainern an. 2-0-Sieg für unsere 09er gegen die TSG Sprockhövel. Sehr souverän, würde ich mal sagen, haben wir uns heute durchgesetzt. An meiner Seite Bruno Nolinci. Glückwunsch zum Sieg erstmal. Dein Kommentar zum Spiel? War eigentlich von vornherein. Ja, solche Mitspieler brauchen wir. Ja, aber wir wollen auf jeden Fall zu Null spielen. Das haben wir geschafft. Wie wir gestern schon im Training der Coach angewiesen hat, die haben wirklich sehr, sehr defensiv gespielt. Also erste Halbzeit hatten wir gefühlt 80% Ballbesitz. Ja, ja. Ja, hätten wir vielleicht auch ein Tor noch mehr machen können. Latte getroffen, aber 2-0 ist okay. Sehr gut. Nächste Woche nach Wiedenbrück. Lass uns schon mal kurz vorausschauen, was erwartest du da für ein Spiel? Ich glaube, Wiedenbrück wird ein bisschen anders sein. Die werden, glaube ich, von vornherein, weil sie Heimspiel haben, offensiver spielen. Also wird, glaube ich, ausgeglichener sein, das Spiel. Ich danke dir sehr. Sehr schön, alles danke. Gute, hau rein. Ciao. Ciao. Glückwunsch zum Sieg, 2-0, souverän durch deine beiden Treffer, Saisontore Nummer 10 und 11. Ja. Was sagst du zum Spiel und zu deinen Treffern? Auf jeden Fall, das Spiel war gut. Wir waren klar überlegen, hatten Ballbesitz, haben gute Angriffe gespielt und dann konnten wir uns belohnen. Ne? Manu spielt zweimal perfekt in meinen Lauf. Dass ich die dann reinmache, ist dann gut. Zweite Halbzeit hätte ich auch noch ein, zwei Tore machen müssen. Oder der ein oder andere hätte auch noch eins machen müssen. Aber letztendlich haben wir 3 Punkte geholt, kein Tor kassiert und 2-0 gewonnen. Und das ist das, was zählt. Ne? Hast du dir aufgespart für nächste Woche in Wiedenbrück möglicherweise? Hast du selbst ein Limit gesetzt sozusagen? Ja, hast du irgendeine gar nicht. Ich guck von Spiel zu Spiel und das Wichtigste ist halt, dass wir gewinnen. Ist egal, mir ist egal, wer die Tore schießt. Ich bin nicht so ein Stürmer, der sagt, setzen wir irgendein Limit, Hauptsache wir gewinnen. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann ist das für mich entscheidend. Super. Vielen Dank, Glückwunsch nochmal zu den beiden Treffern. Alles Dankeschön. Gute, wir sehen uns. Ja, dann möchte ich den Gästetrainer Andreas Baleika begrüßen und unseren Cheftrainer Ferhat Doku, der gestern seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert hat. Und die Gästetrainer würde ich gerne um einen Kommentar zum Spiel bitten. Hallo zusammen, Glückwunsch zum Sieg an Wattenscheid. Ja, ich habe heute eine ganz traurige Vorstellung meiner Mannschaft gesehen. Das Spiel haben wir schon in der ersten Halbzeit verloren. Wir haben den Torwart gegen den Ball gespielt und haben das überhaupt nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas offensiver gespielt. In der 2-3 gute Torraumszenen, aber da bestand immer wieder die Gefahr, sich einen Konter einzufangen. 2-3 Mal haben wir nur Glück gehabt. Ja, und im Endeffekt ist die Niederlage hoch verdient. Wir hatten heute einfach keine Chance. Ich glaube, wir hatten vor dem Spiel keine einzige glückliche Karte bekommen. Und wenn man sich in so einer Situation befindet, in der wir uns befinden, im Abstiegskampf, ja, und wenn man dann
sich nicht mehr hat und Jorge nur spielt, das wird uns ganz schwer. Liegt das sofort von der schnell, das Spiel schnell abhaken und irgendwie nach vorne schauen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Baleika. Und Fahrrad, dann möchte ich gerne deinen Kommentar zum Spiel heute Abend. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich bin natürlich überglücklich über die drei Punkte, weil Spucke vielleicht in den Spielen davor wie Aachen oder Siegen auch gute Spiele abgeliefert und auch gepunktet. Wir wussten natürlich, dass es ein absolutes Grundspiel war. Das haben wir uns auch die drei Tage im Training haben uns gut vorbereitet, wie wir dann auch so eine Fünferkette und dann noch vier Mann davor auch knacken können. Wir wollten auch so schnell wie möglich die Bälle in den Rücken der Abwehr spielen, sodass wir da auch ins Laufduell kommen. Das haben wir auch gut gemacht, die beiden Tore. Ist uns auch gut gelungen. Und ich denke, dass der Sieg von der ersten Minute an bis zum Ende auch verdient war. Ich glaube, es war halt ein ähnliches Spiel wie im Hinspiel, wo man nicht gedacht hat, dass Spruchwürfe für uns gefährlich werden kann. Natürlich mussten wir auch ein Umschaltspiel von denen. Da haben wir es aber gut vorbereitet und haben es auch schnell vernichtet. Und bin natürlich auch überglücklich, dass wir die Tore machen mussten. Aber das Einzige, was ich so ein bisschen bemängelt, ist dann die zweite Halbzeit, die Torchancen, wo wir da halt besser ausspielen müssen oder den freien Mann besser spielen müssen. Aber gut, für 4-0 oder 5-0 kriegst du auch nur 3 Punkte. Ich hoffe nur, dass die Jungs das aufgehoben haben für die restlichen Spiele. Und bedanke mich bei jedem Zuschauer, der hier war. War eine gute Stimmung, hat Spaß gemacht. Gutes Wetter, ein gutes Fußballspiel für uns. Ich wünsche Frau Köfel noch alles Gute. Vielleicht packt ihr es ja doch. Und es ist nicht weit zum Fahren, wäre halt für uns auch ganz gut. Wir sparen auch an Fahrtkosten. Alles andere wünsche ich einen schönen Abend. Danke.